Ja, unser Seminar heißt ja Ruhe in Frieden, Punkt, 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 schon zu Lebzeiten möglich, Fragezeichen. Ja, und dieser Seminartitel hat schon ganz viel spannende Feedbacks gesorgt in meinem Freundeskreis, bei meinen Eltern, bei meinen Klienten. Und dieser spannende Titel, aufrüttelnde Titel, der kam ja von Christoph und dir. Christoph, magst du mal erzählen, wie es zu diesem Titel kam? Ja, selbst wenn ich diesen Titel heute noch lese, dann hat er natürlich auch eine gewisse Spannung. Erstmal Ruhe in Frieden, da ist natürlich diese Verbindung mit dem Tod erstmal gleichzeitig da. Und dann schon zu Lebzeiten möglich, das ist genau dieser Schritt, den ich aus dem vorherigen Standpunkt, die Verbindung mit dem Tod, eben entsprechend machen kann. Und die Menschen, die zu mir kommen zum Beispiel, die haben den Anspruch häufig geäußert, ich möchte da endlich mal in meinen inneren Frieden kommen. Und in dem Santi-Seminar kann man sowohl eine emotionale als auch eine ganz tiefe Herzenserfahrung machen, aus diesem Rädchen-Frettchen auszusteigen, um eben in seinen persönlichen Frieden und auch in Ruhe zu kommen. Ja. Ein guter Freund hat mir von seinem Bewusstseinscoach erzählt, von Christoph Lindhorn. Und eines Tages hat er ihn mitgebracht zu meinem Seminar mit seiner Frau Annette. Und ich war schon ganz gespannt auf die beiden. Ja, und so hatten wir dann öfters Kontakt miteinander. Und jeder hat so von seiner Arbeit erzählt, wie er arbeitet. Und mich hat es sehr berührt, wie der Christoph arbeitet. Und haben gemerkt, wir haben die gleiche Wellenlänge. Und der Christoph, der ist sehr strukturiert, sehr klar, ganz ruhig, hat sehr viel tiefes Wissen. Und ich, so mit meiner intuitiven, spontanen Art, so diesen Herzensweg, den ich gehe in meiner Arbeit. Und dann haben wir gemerkt, ja, das würde super gut zusammenpassen in Seminararbeit, in miteinander zu arbeiten. Und so ist dieses gemeinsame Seminar Santi entstanden. Ja, Andrea habe ich kennengelernt auf einem ihrer tollen Seminare beim Familienstellen. Da war ich damals mit Annette und ich durfte erleben, wie schön es ist, beim Familienstellen auf eine ganz andere Ebene zu kommen, der Verbundenheit, der Liebe und eine Ausdrucksform zu finden, die sich mit Worten schon nicht mehr erklären lassen. Mein Bereich ist ja immer eher mit Worten etwas zu beschreiben. Und die Andrea, die hat mit dem Familienstellen eine Möglichkeit geschaffen, wo es darum geht, eine Verbindung zu erschaffen, die sich mit Worten nicht mehr beschreiben lässt. Und das hat mich total fasziniert. Ich war richtig, wow, geflasht und habe gesagt, so, wow, das ist eine ganz tolle Geschichte. Da können wir bestimmt was zusammen mal machen, damit das, wow, noch größer wird. Und das ist das Santi-Seminar. Genau. Ein Thema, was mich schon ganz lange begleitet, ist, wie gehe ich mit Gefühlen um? Was sind Gefühle und was machen die? Und dieses Thema, da habe ich lange Zeit für mich gebraucht, um da für mich eine Entwicklung zu erfahren, dass es nicht nur die Freude gibt, nach der wir alle Ausschau halten und das Glückliche und das Halla-Tralali und so weiter, sondern dass es eben auch die Trauer gibt, dass es auch die Wut gibt und dass es auch Scham gibt zum Beispiel und dass es auch andere Gefühle gibt, die alle eine Kraft haben, die aber nicht zu bewerten ist erstmal in schlecht und gut, und so, dass es einfach eine Kraft gibt. Wenn ich da ein Beispiel nennen kann, dann ist es zum Beispiel, wenn ich die Wut betrachte, da kennt man so diese Choleriker, die was weiß ich wie ausflippen und so weiter. Das ist so, wenn Wut gelebt wird und sehr intensiv überspannt wird. Wut kann aber auch genauso heißen, dass ich mich in mich zurückziehe und gar nicht zu dem komme, eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, es gibt viele
Bereiche der Wut. Und wenn ich einfach die Wutkraft als solche erfahre, ist es eine Kraft, die einen Standpunkt von mir visualisiert und ins Außen abgibt, also zeigt sozusagen. Ein Standpunkt bleibt immer erstmal ein Standpunkt, der kann richtig oder falsch sein, das ist nicht die Frage, aber ich bin von diesem Standpunkt überzeugt. Und deswegen habe ich ein Ziel, diesen Standpunkt entsprechend auch zu verwirklichen. Und das ist ein Ausdruck der Wutkraft. Da ist es ganz wichtig, dass ich das nicht werte, sondern einfach schaue, diese Kraft für mich zu nutzen. Ja, und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einfach wichtig ist, sich mal die Gefühle wirklich anzugucken und woher das kommt und so Differenzierungen zu machen, einfach um das Verständnis besser zu erfahren. Denn wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich auch nicht, wie Freude funktioniert. Dann kann ich das gar nicht leben. Und da bin ich dabei, ja, Bewusstheit zu schenken. Ja, der Christoph hat gerade erzählt von den Gefühlen. Und bei mir gab es auch so ein ganz zentrales Gefühl, und zwar das Gefühl der Scham. Wahrscheinlich kennst du das. Und in der Zusammenarbeit mit dem Christoph ist mir das dann so ganz bewusst geworden. Denn ich habe mit meinem früheren Mann viele Seminare gemacht. Wir haben auch viele Bewusstseinsseminare gerade im Thema Partnerschaft zusammen gemacht und habe immer den Leuten erklärt, es nützt nichts, sich zu trennen, denn alles kannst du nur in dir selbst lösen. Ja, und eines Tages war es dann soweit, dass die Trennung da war und ich habe mich so geschämt, wie kann es möglich sein, dass wir als bewusste Paartherapeuten uns trennen. Und es gab echt Momente, wo ich gedacht habe, boah, ich kann den Beruf gar nicht mehr ausüben. Was denken denn die anderen von mir, wenn ich diese Geschichte habe? Also ich erkläre den anderen, wie es funktioniert und dann trennen wir uns selber. Bis ich tief in mir erkannt habe, es war genau richtig so. Also alles musste genau so sein, die Trennung musste so sein, dass ich erkenne, wer bin ich denn wirklich? Wer bin ich dann in meiner Essenz? Und es war, obwohl es so schmerzhaft war, der Prozess, war es einer der größten Geschenke in meinem Leben. Und diese Essenz, also das, wer bin ich wirklich? Was ist aus mir entstanden? Das kann ich jetzt wieder weitergeben. Und zu wissen, alles ist genau richtig, wie es war. Du bist genau richtig, wie du warst, was war, die anderen Menschen waren und zu erkennen, um was geht es wirklich in deinem Leben, das ist die Essenz in unserem Santi-Seminar. Also du kannst dich schon drauf freuen, was ist deine Essenz und was geht es wirklich in deinem Leben. Wenn ich meine Arbeit beschreiben sollte, dann kann ich das so machen, dass ich Menschen erstmal so wahrnehme, wie sie sind und dann kann ich mir das so vorstellen, dass ich eine Landkarte gezeigt bekomme, die zu bestimmten Ergebnissen führt. Und das, was ich mache, ist letztendlich Fragen zu stellen. Ich möchte diese Landkarte verstehen, wie sie von A nach B kommen. Und das macht es aus, wo es nachher darum geht, wie geschieht das? Wie kommen bestimmte Prozesse zustande? Und da bin ich hellwach drüber dann in dem Moment, dem Menschen Bewusstsein zu schenken. Und was vorher vielleicht im Unterbewusstsein stattgefunden hat, weil das einfach wie so ein Automatikmodus abgelaufen ist, das ja, kommt so ein bisschen mehr ans Tageslicht. Und danach hat derjenige, der sich das anhört, die Fragen von mir die bewusste Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, die vorher etwas vernebelt war, so will ich mal sagen, oder durch viele Bausteine der Entwicklung einfach zugedeckt war. Ja, und das ist so meine Arbeit, die natürlich einerseits im Kopf stattfindet und andererseits aber auch ins Gefühl runtergeht, wenn es darum geht, es zu leben. Weil nur im Kopf würde dazu nicht ausreichen.
Und diese gefühlige Seite, die habe ich bei der Andrea nochmal super kennengelernt, weil das einfach ein Thema ist, was sie in Perfektion beherrscht. Und ich habe das für mich erlebt, dass das beides super zusammenpasst. Vielleicht kennst du das bei dir auch, dass du irgendwann mal an einen Punkt kommst, wo du denkst, so, boah, das geht nicht mehr weiter, da läufst du wie gegen eine Wand oder irgendwas zeigt dir, dass es funktioniert nicht mehr. Ich habe das in meinem eigenen Leben erfahren, dass ich als Unternehmensberater gearbeitet habe. Ich habe da super verdient, ich habe das gemacht, mit Menschen zusammengearbeitet, was ich total schön finde. Und trotzdem habe ich gemerkt, so, oh, da kommt etwas, was ich nicht so richtig beeinflussen kann, dass meine Werte nicht mehr mit den Werten übereinstimmen, die da in der Firma gelebt werden. Ja, und ich musste da eine Entscheidung treffen. Verlasse ich einen super bezahlten Job in etwas Ungewisses? Und was kommt danach? Natürlich habe ich da auch viel Ängste durchgemacht und viel, ja, lieber nicht und kann ich mich klein machen und trotzdem es weitermachen, bis denn die Entscheidung für mich so klar war, dass es keine Frage mehr darüber gab. Und diesen Prozess, vielleicht kennst du das bei dir selber auch, diese Klarheit dafür zu erreichen, da ist das Santi-Seminar eine große Hilfe, weil es einfach bestimmte Sachen zusammenbringt, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht zusammengehören und bestimmte Klarheiten für etwas liefert, was du vorher noch nicht sehen konntest. Und da laden wir dich einfach zu ein, dieses Santi-Seminar zu besuchen, um Teil davon zu werden, um mit deinen Themen dort entsprechend gesehen zu werden und dafür eine Lösung zu finden. Ja, und bald findet unser Santi-Seminar statt. Ja, genau. Wir freuen uns darauf.